Hallo und herzlich willkommen auf EU2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE 2K18 My Career. Vierte Woche Juli steht heute an. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt alle einen schönen Tag und wir schauen mal an, was uns heute bei Raw erwartet. Sollen wir wieder zu Todd Mullen in den Produktionsbereich gehen? Also, anscheinend wieder so normale Folge. Aktuell Storyline-mäßig geht nichts ab, aber ich würde sagen hier, Bray Wyatt ist das. Ich habe schon gedacht, bei Braun Strowman hätten wir uns ganz schön vorbeischleichen sollen. Komm, wir gehen erstmal zu Rene und geben erstmal ein Interview. Hi. So, was denkst du über den aktuellen Zustand des Rosters in der WWE? Wo ist denn meine Jacke hin? Das ist eher das, was mich gerade beschäftigt. Alle sind toll, aber niemand kann es mit mir aufnehmen. Mir gefällt sehr, wie viele Dinge derzeit laufen. Alle sind nur Möchtegern-Wrestler. Der Roster natürlich nicht. Mir gefällt sehr, wie die Dinge momentan laufen. Genau deshalb bin ich in diesem Geschäft. Ich möchte mich den besten Athleten der ganzen Welt stellen, um das auf der größten Bühne, die es gibt. Oh, also gefällt mir wirklich sehr, wie die Dinge derzeit laufen. Ich sehe das so. Je mehr Leute die WWE mir so entgegenstellt, desto besser. Je mehr Leute die WWE mir so entgegenstellt. Oh Mann, ey. Was ist heute los mit dem Lesen, ey? Ich weiß es echt nicht. Sorry dafür. Ach du Schande, ey. Ich habe vergessen, hier mein Motiv gerade zu stellen. Hast du dir zuerst genommen, was dein Gegner über dich zu sagen hatte? Was hat er denn zu sagen? Ja, ich nehme mir nichts zu Herzen, nicht im Ring, auch sonst nicht vielleicht, aber das ist alles nur Gerede. Ich bin ein Mann der Tat. Wenn ich mir sonst nichts zu Herzen nehmen würde, sollte ich nicht der WWE sein. Wird die Chance bekommen, auf seine Worte hart fallen zu lassen, wenn wir im Ring stehen. Ja. Nicht im geringsten. Wenn ich mir Leute wie ihn zu Herzen nehmen würde, hätte ich meine erste Rivalität in der WWE nicht überlebt. Sein großer Fehler ist es, dass er meint, mich mit seinen Worten verletzen zu können. Da täuscht er sich und er wird noch herausfinden, wie sehr er sich täuscht, wenn ich ihn vor dem gesamten Universum vernichte. Dieses Komma vor dem Und irritiert mich nämlich immer total oft und deswegen lese ich dann immer um. Weiß nicht, ist das bei euch auch so, dass ihr einfach dann vermutet schon ein anderes Wort? Also ich weiß auch nicht, wie ich es erklären soll. Danke, ich gehe wieder ab. Tschö. Ich muss zu Todd. Die guckt immer so entsetzt wegen mir. So, dann gehen wir mal zu Todd. Können wir nochmal mit der quatschen? Wir können sogar wieder mit der. Wir machen eigentlich mal eine ganze Folge. Machen wir jetzt nur mit Interviews. Hallo Bray Wyatt. Mit dem quatsche ich aber nicht mehr. Weil der ist dran schuld, dass wir letztens den ganzen Ingame-Monat überspringen mussten. Hier, Mick Foley ist auch mal wieder. Komm, wir quatschen mal Mick Foley an. Vielleicht hat er was auf dem Herzen, deswegen steht er immer hier. Ey, danke, dass du vorbeischaust. Ich muss mich um andere Sachen kümmern. Es steht wirklich immer das Gleiche da, oder? Wie ist das bei euch, wenn ihr Mick Foley trefft? Wenn ihr bei Raw seid? Sagt er dann auch mal das hier, was er zu mir sagt? Mr. Mullen, einen wunderschönen guten Tag. Wir gucken uns erstmal die Matchcard an. Können sogar eine Promo reinhauen, oder habe ich jetzt irgendwie keine Lust drauf? Haben wir jetzt schon. Oh, Heath Slater und Braun Strowman. Wollen wir Braun Strowman wieder attackieren? Sheamus und Cesaro. Toll, kann ich nichts machen. Roman Reigns gegen Big Cass. Nee, uninteressant. Wieder kein John Cena. Was soll das? Wir erwarten heute eine Menge von dir. Enttäusch uns nicht. Alles klar. Ich weiß, wenn ich was auf mich zukommt, weil auf der Matchcard nichts stand, aber ja. Wird schon Gründe haben. Das ist doch Schwachsinn, dass das immer geändert wird. Warum stehe ich denn nicht vorher schon auf Scott Dawson? Warum habe ich denn so Lulli-Gegner hier ständig? Mann. Und irgendwie ist das Match von Braun Strowman jetzt ist da. Ich dachte, das wäre jetzt gecancelt worden. Dann wäre er noch sauer auf mich. Na gut. So, und da sind wir wieder in der Halle. Ich begrüße euch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich, auch wenn ich das eigentlich nie machen brauche. Eigentlich könnten wir die Folge auch direkt hier starten und dann verpassen wir natürlich diese spannenden Backstage-Szenen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen Tag und wir können diese Folge zusammen genießen und werden mal gucken, was Scott Dawson heute so zu bieten hat. Wir haben noch eine Rechnung mit The Revival offen. Die haben uns ja im Handicap-Match besiegt. The Revival. Schweres Wort, ne? Naja, los geht's. Stay tuned. Don't change that channel. We have sehen wir's. Ich muss dringend mein T-Shirt gerade setzen, das Motiv. Aber gut, man kann jetzt natürlich so sagen, es wurden für 4 Wochen T-Shirts produziert und deswegen können wir jetzt nicht einfach so das T-Shirt wechseln. So, und da geht's wieder los. Wir sind in der Arena
Und sehen jetzt wieder hier mein Waldförster-Video, was hinten läuft. Können die ganzen Szenen eigentlich schon überspringen? Alles kennen wir ja. Scott Dawson gucken wir uns ein bisschen an. Aber den haben wir ja auch schon erlebt. Die haben aber echt ein cooles Lied-Revival, das muss ich wirklich schon sagen. Ja. Scott Dawson. Top Guys. Hashtag Top Guys. Schreibt mal in die Kommentare. Hashtag Top Guys. Dann weiß ich, dass ihr das Video bis jetzt geguckt habt. Ich weiß gar nicht, ich überlege, was ich zu Scott Dawson sagen soll, aber ich habe ihn halt bis jetzt zu wenig erlebt. Deswegen fällt mir gerade so kein gutes Thema ein, worüber wir quatschen könnten. Wenn ihr eine Idee habt, einfach in die Kommentare irgendwas reinschreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich wurde zum Beispiel schon gefragt, ob ich mal eine Top 10 Auflistung machen könnte, meiner Lieblingswrestler. Habe ich mir überlegt, daraus mache ich ein Video. Da gucke ich mal, ob ich dann diese Top 10 irgendwie ins Video einbinden kann. Gut, bei allen klappt es nicht. Ein CM Punk ist in dem Spiel zum Beispiel nicht mehr dabei. Da müssen wir mal schauen, wie wir das umsetzen. So. Okay, das geht schon mal. Oh nein, mir fällt ein, ich hab vergessen, die Schwierigkeit hochzustellen. Das heißt, es gibt da wieder so ein Larifari-Match. So, machen wir mal ein bisschen Action hier. Boah, die Ratte! Hat er uns immer hier ganz schön ausgetrickst. Cooler Move. Sah gut aus hier, ne? Oh nein, zu früh. Vielleicht zerstört er uns ja voll. Revival hat mich ja schon besiegt. Ha! Gibt's mal direkt die Schelle hier, mein Freund. Geht's mal so ab. Eigentlich gehofft hier, dass Braun Strowman. Das wäre natürlich noch cool, weil ich habe ja gestern in der Folge Braun Strowman attackiert. Wenn der mir das zurückzahlen würde heute irgendwie. Aber scheinbar gibt es dieses Feature ja in diesem Spiel leider nicht. Würde aber meiner Meinung nach Sinn machen. Können wir in die Kommentare reinschreiben, wo seid ihr denn? Seid ihr bei Raw? Seid ihr bei SmackDown? Aber bitte schreibt nicht zu viel. Weil ich will diese Karriere ja selbst erleben. Also jetzt bitte keine Spoiler reinschreiben. Zum Beispiel, ja, dir passiert jetzt dann und dann das und dann das. Das möchte ich alles gar nicht wissen. Das ist alles Backseat Gaming. Ne, Quatsch, Backseat Gaming ist das nicht. Das ist einfach Spoilern. Backseat Gaming wäre jetzt, wenn die mir irgendwas fordern würden, was ich machen soll. Also das lese ich aber auch oft. Also ich versuche ja wirklich einiges umzusetzen, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt. Aber jetzt zum Beispiel, ich lese öfters mal, hier, mach mal den Move. Den und den. Es ist ja eben das Problem dieses Jahr. Man kann nicht mehr wie bei WWE 2K17 einfach so Moves einstellen. Man muss sich die erst mit VC-Punkten freischalten. Mein Ziel ist es eben erstmal, mir so eine 70er-Wertung mindestens zu erspielen. Bevor ich dann wieder so Kisten aufmache. Weil gerade jetzt so eine blöde Goldkiste kostet ja 10.000 VCs. Und... Oh nein! Und das dauert eben sehr, sehr lang, bis man diese 10.000 VCs angesammelt hat. Und deswegen versuche ich momentan schon so die Moves einzustellen, mit denen ich mich selbst identifizieren kann. Die auch so ein bisschen zu meinem Stil passen, weil zu mir passt der jetzt hier nicht so ein Rey Mysterio oder Kalisto-mäßiger Move. Weil ich bin ja kein Highflyer. Ich bin ja mein Stil, den ich mir eingestellt habe, ist ja Raufbold. Und deswegen versuche ich halt nur so Brawler-Moves mir einzustellen. Das ist auch nicht böse gemeint. Also wie gesagt, ich versuche wirklich viel umzusetzen, was ihr fordert. Aber eben so Sachen sind dann schwierig, weil gerade mein Charakter möchte ich schon so gestalten, wie ich in den Situationen auch handeln würde. Also auch lese ich zum Beispiel manchmal, ich soll mal den attackieren oder den attackieren. Ich versuche das halt wirklich wie so eine Geschichte aufzubauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel die ganzen Leute auch attackieren würde, wie ihr euch das wünscht, dann wäre ja eigentlich, ja, weiß ich nicht, das wäre dann nichts Überraschendes für euch mehr. So kann ich eben Sachen wirklich umsetzen, die mir so durch den Kopf gehen. Das war jetzt aber hier schon sehr, sehr knapp.
Was macht Scott Dawson? Er chillt erstmal eine Runde. Wenn er jetzt aufsteht, mein Typ. Jawohl. Komm, dann sammeln wir uns zwei. Oh, er hat. Er hat ja. Oh, das sieht ja jetzt erst. Er kann nichts reverseln. Hä? Diese gelbe Anzeige läuft doch runter. Warum kann der reverseln? Achso, das ist ein Plus. Ich glaube, wenn das ein Minus ist. Verdammt. Ist das richtig? Wenn das ein Minus ist, kann er nicht reverseln, oder? Wofür steht jetzt dieses Plus da? Bitte erklärt's mir. Ich hab's immer noch nicht verstanden. Nein. Ich hab das letztes Jahr schon. Ich hab das schon so oft gefragt, aber ich hab das einfach nie kapiert. So, mein Friend. Oh, er haut einfach mal drüber, der Idiot. Komm, ich glaube, den Olympic Slam lassen wir weg. Weil ich will jetzt nicht zweimal das gleiche dann da irgendwie in so kurzer Zeit hintereinander zeigen. Was haben wir denn jetzt hier im Petto? Oh, cooler Aufgabegriff. Oh, mit Dreieck habe ich jetzt nicht gerechnet. Nein, ein Reversal, das ist mir ja schon ewig nicht mehr passiert, dass ich vergessen habe, das Ding zu lösen. Ich habe jetzt mal drei oder vier Mal habe ich die richtige Taste spekuliert. So, L2 und R2 kann man den Gegner übrigens ziehen, falls das jemand nicht weiß. So, sitzt der. Das sieht gut aus und dann schauen wir mal jetzt, ob der Aufgabegriff noch funktioniert. Jetzt haben wir hier so ein schönes Match per Aufgabe gewonnen. Genau in der Ringmitte, das sieht doch gut aus, bei orangenem Körperzustand. Jawohl, da tappt er aus. Sehr schön. Also... Merkel, nächste Folge Schwierigkeit erhöhen. So war es halt nochmal ein Squash-Match, also dann geht's dann in der nächsten Folge ein bisschen mehr zur Sache. Und ich glaube, morgen steht ja dann der Pay-Per-View an. Sonst kommen wir ein bisschen hier die Highlights an, was so Dawson auch gezeigt hat, nochmal ein DDT. Ich mag ein DDT mega als Move, aber er ist mir zu riskant. Wobei eigentlich dieses Jahr ist egal. Bei WWE 2K17 war es ja so, dass eine Platzwunde direkt dazu geführt hat, dass die Beliebtheit gesunken ist. Und ich hatte so oft Platzwunden eben in ja, meinen Matches dann gehabt und dadurch war die ganze Arbeit dann wieder umsonst, wo ich mich als Face hocharbeiten wollte. So, hier sehen wir nochmal, wie er aufgibt. Jawohl. Ding, ding, ding. So, lassen wir uns feiern. Ich brauche unbedingt so eine graue Hose. Ich finde die Farbe irgendwie cool. Gut, so Baggy-Hose jetzt nicht, aber halt schon so eine normale, wieder eine Jeans, nur als graue Hose. Warum kann ich denn immer noch unterbrechen? Möchte ich nicht. Ich bin ja hier auf dem Weg zum Publikumsliebling, hoffe ich zumindest. So, 445 Punkte haben wir geholt. Und da seht ihr das mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich müsste 20 Matches machen... Und die müssten 5 Sterne haben, damit ich wahrscheinlich 500 Punkte pro Match bekomme, um dann 10.000 und so eine goldene Kiste mir freizuschalten. Das dauert einfach viel zu lange. So, Todd Mullen ist wieder hellauf begeistert, so wie er aussieht. Irgendwie nicht. Er schüttelt wieder mit dem Kopf, aber jetzt sagt er mir wahrscheinlich wieder, dass das ganz tolle Arbeit war, was ich gemacht habe. Ich habe da ein paar kleine Dinge gesehen, über die wir später noch reden können. Aber alles in allem warst du heute Abend echt gut. Was ist denn mit später? Tja. Na gut. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zum Parkhaus. Gucken wir nochmal, ob hier einer zu Hause ist. Mick Foley. Und wer ist das hier? Bo Dallas. Langweilig. Paul Heyman. So, Leute. Dann machen wir heute mal Nägel mit Köpfen, weil ich einfach glaube, dass die Folge morgen sehr lang gehen wird, weil es ja wahrscheinlich ein Pay-Per-View ist. Würde sagen, heute machen wir mal so eine mittlere Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne was in die Kommentare, Fragen oder Anregungen. Ich habe ja ein bisschen für Gesprächsstoff gesorgt, obwohl ich mit Scott Dawson eigentlich nicht so viel anfangen konnte. Haben wir einfach mal ein anderes Thema gewählt. Könnt gerne auch auf meinem Discord-Channel vorbeischauen. Link dazu unten in der Videobeschreibung, wo ihr auch meine anderen Social-Media-Kanäle findet. Twitter, Facebook, Instagram. Also einfach mal ein Follow da lassen. Würde mich sehr, sehr freuen.
Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, einfach mal ein Abo hinterlassen. Jeden Tag um 12 Uhr gibt es eine neue Folge von WWE 2K18 der Karriere. Also dranbleiben lohnt sich. Wäre sehr cool, wenn ihr diesen Weg mit mir gehen würdet, weil ich habe ja jetzt so meine knapp 1200 Abonnenten, wo ich echt mega, mega dankbar für bin. Das ist echt eine richtig krasse Aktion, wie ihr meinen Kanal seit dem Release von WWE 2K18 gepusht habt. Einfach Wahnsinn. Mir fehlen da wirklich die Worte. Und es wäre halt sehr cool, wenn wir es jetzt vielleicht sogar noch schaffen. Gut, dieses Jahr nicht, aber so die Road to 2000 ist natürlich schon ein cooles Ziel. Und wenn das dann doch so in greifbarer Nähe dann irgendwann ist, ich hoffe, dass das so bis März klappt. Das wäre sehr, sehr geil. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich bei euch. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.